Bei uns geht's heute weiter mit Outward. Ja, wir sind immer noch in der, in Le Vent, ne? In der Wüstenstadt. Wir wollten ja aber das letzte Mal aufbrechen nach Berg, weil es die Quest dorthin führt. Ja, und das werden wir jetzt gleich tun. Wir werden die Nacht nutzen. Weil es kühl, beziehungsweise sehr kalt. Aber wir werden es schon schaffen. Und dann mal sehen, was uns in der Region von Berg erwartet. Schade, dass es hier nicht mehr Quests gab. Jetzt haben wir eigentlich im Grunde nur eine Quest, die uns wieder aus der Region rausführt. Bisschen schade. Bei dem hier wollte ich nochmal gucken, what can I do for you? Ob der mir beibringen kann, wie ich mit einer Pistole umgehen kann. Trümmerkugel. Es ist aber auch nur eine Kugel, die große Wucht erzeugt. Und nicht normale Kugeln, weil ich konnte die normalen Kugeln irgendwie nicht benutzen. Eine Frostkugel. Geht so. Weißt du, was ich immer sage, Chef? Hä? What can I do for you? Ich schalte jetzt mal die Jeanne dazu, als wäre ich voll der Technik-Pro. Ja, ja. Ich kann mal nämlich lernen, wie ich eine Pistole benutze. Ja, gemacht. Auf der habe ich das alles an, okay. Ey, hast du gemerkt, wenn man 2 Minuten Werbung macht, ne? Ja. Bevor man anfängt. Dann sind es nicht mehr 30 Minuten, wo keine Werbung mehr kommt, sondern jetzt sind es 40 Minuten. Oh. Ja, also. Krass. Wie soll ich denn diese scheiß Pistole benutzen? Ich muss das jetzt rausfinden. Ich gehe mal gucken. Schleppt die ganze Zeit drum rum. Ich gehe mal beim Koch gucken, ob die noch irgendwas zu essen haben, weil ich habe jetzt nur noch 2 stachelige Beißer und ein Diadem de Gibier, was verklippert ist. Ja. Und das war's, ne? Und ich gehe mal was kaufen noch, ne? Ja. Weil ich muss was essen, ich hab Hunger. Was jetzt? Mach mal hier rein kurz. Was ist denn das? Das Kästchen. Ich kann das Kästchen ja anscheinend, sie weiß nicht daraus. Ich dachte, das wäre so ausrüstbar wie die Pfeile. Aber irgendwie nicht. Ich muss Nase putzen. Vielleicht ist das eine Fähigkeit. Feuer nachladen. Ah. Naja, das ist eine Fähigkeit. Oh, wow. Lädt die ausgerüstete. Passiv, oder? Nee, es ist eine Fähigkeit, die ich anwenden muss. Also wie so ein Zauber. Was? Damit ja, lädt die ausgerüstete. Ja, lädt die ausgerüstete Pistole mit einer Kugel oder feuert sie ab, wenn sie bereits geladen ist. Wow. Bestimmte Fähigkeiten laden eine Pistole mit besonderen Kugeln. Wow, es ist jetzt einfach nicht so wie ein Bogen, den man einfach abfeuern kann. Was ist das denn? Du machst so kompliziert wie möglich. Du musst eine Fähigkeit ausrüsten, damit du eine Kugel da reinstopfen kannst. Ja. Das wäre special. Ja. Ja, also die Fähigkeitenleiste unten ist ja jetzt nicht wirklich groß, ne? Man muss nicht gucken, was du machen möchtest. Ja. Ich glaube, die Tränke ins Inventar. Ich habe übrigens die Oper laufen. Also das Klassikkonzert habe ich gerade. Ich habe die Musik wieder ein bisschen lauter gemacht. Okay. Achso, ja, wir gehen jetzt eh raus, ne? Als wir draußen waren, haben wir auch vergessen anzumachen. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ach ne, hier muss ich Sachen essen, kaufen. Kaktuskuchen. Hast du Kaktuskuchen eigentlich gemacht jetzt? Ja, habe ich dir auch gegeben, glaube ich. 3 Stück hatte ich dir gegeben. Sag jetzt bloß, ich habe das nicht aufgesammelt. Wo hast du mir das gegeben? Ja, beim Lager. Ah ja, 3 Stück. Ah ja, hier, ich habe es gesehen. Oh, nee, dann reicht das ja eigentlich. Dann esse ich jetzt hier so. Nur Gesundheiten wiederherstellen, Eigenschaften. Fällt sehr viel aus dem bei Sonne. Ich esse jetzt Diadem de Gibier. Diadem de Gibier. Oder so. Gibier.
Wollen wir kurz beim Lager gucken, ob wir alles mitgenommen haben? Ja. Ja. Ist alles weg? Mhm. Okay, dann nochmal hier was trinken. Und Flasche füllen. Achso, ja. Ist jetzt eigentlich 22 Uhr, dass wir uns warm überhaupt anziehen müssen? Ja, schon 24 Uhr. Mitternacht. Ich habe halt alles Warme schon an. Nur die Schuhe habe ich ja weggeworfen. Ja, ja. Meine Kappe habe ich auch weggeworfen. Beziehungsweise die habe ich gekauft. Vielleicht kann ich zurückkaufen. Weißt du nicht? Das wird teuer. Oh, das wird teuer. Boah. Vielleicht kann ich dich zu meinem Preis zurückkaufen. Ich könnte für 10 Silber Arbeitsstiefel kaufen. Widerstand, Kälte. 3. Aber wir sind ja schnell durch die Wüste durch, nicht wahr? Ich habe auch Arbeitsstiefel an. Ja, aber das ist mir zu teuer jetzt. Ja, wir finden die schon. Ja. Ich stolpern über eine Kiste und da sind die drin. Ja. Oder noch viel bessere. So. Wie war eigentlich die Geschichte hier nochmal? Wir müssen jetzt, in der blauen Kammer findet ein Rat statt, die irgendwie was, wenn die was entscheiden, was sehr bescheuert ist für diesen... Ja, die wollen hier die Region wieder unter ihre Kommando setzen. Wobei das eigentlich die Freie waren. Die haben ja die Wüste hier zurückerobert. Also würde ich auch nicht denen wieder zurückgeben wollen. Ja. Die haben ja keinen Finger gekrümmt für die Befreiung dieses... Ach, die sind abgehauen, ne? Weil da irgendwie ein großes Viech kam oder so? Ja, oder und die hier haben das halt zurückerobert und jetzt wollen die anderen die Kontrolle irgendwie wieder Anspruch haben. Und ja, so. Ja. Okay. Irgendwie so habe ich das verstanden. Ja, ich habe dich jetzt zugehört. Ich weiß nicht, ob es ganz richtig ist. Ich hab mein Inventar geguckt und musste darüber nachdenken, was ich im Inventar hatte. Und da habe ich das nur halb mitbekommen. Tja, ja. Fallen sind sehr nützlich. Ja, die Falle, die wir aufgestellt haben, war nicht so nützlich. Die war überhaupt nicht. Die hat einen Millimeter abgezogen. Ja. Aber das ist die Standardfalle. Vielleicht gibt es bessere. Ja. Aber da muss man ja auch eine Fähigkeit lernen, ne? Mhm. Ich denke, wir sind schon ganz gut im Wegrennen und hinterher ja, auf Dauer verlieren und sterben. Also es schön aus. Gute Fähigkeiten. Das ist auch. So. Frage ist, ob wir jetzt. Was ist das Ding da hinten? Ja, weiß ich auch nicht. Sind das Mana-Steine oder was? Das sind uralte Ruinen, oder? Oder riesiger Schwarm? Weiß ich nicht. Das kann sein, der riesige Schwarm. Steine sind, ja. Das sind so Bienendinger. Wir müssen jetzt wieder Richtung Oase der Nomaden. Boah, im Norden ist ja ganz viel Shit, ne? Ja, jetzt geradeaus halt. Ja. Okay, die da waren ja. Ich weiß nicht, ob wir hier im Querfeld ein können, weil da waren so viele Käfer. Hier, ich glaube, wir sind am Musik ist eigentlich letztens, zu laut. Ne? Hier geht, ne? Kannst du noch mal was sagen? Hallo. Ja, okay. Ich sehe gerade keine Käfer. Ich auch nicht. Sind weg. Wir müssen auf Steine achten, ne? Weil das sind keine Steine. Ja. Felsbrocken. Oh, erstmal auf diesen Stein hier ausruhen. Ja. Direkt nach Westen. Aber die Kälte ist schon, ne? Sieht mich schon ab. Mm. Habe ich einen Tee gegen Kälte? Ja, weiß ich nicht. Gab ja Marmelade oder Brot war ganz gut, aber. Habe ich nicht mehr. Hier, gegen Kälte, bitterer Gewürztee. Ja, ich trinke den auch mal. Wir haben ja letztens Tees gemacht. Ah! Da kommt irgendwas! Ich hab's nur gehört! Ich hab's auch nur gehört. Ach hier, ich kämpfe. Ich Gott, dachte, das wäre direkt hinter mir. So auf meinem linken Ohr. Oh, die kämpfen gegeneinander. Hä? Warum kämpfen die Käfer gegeneinander? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Käfer. Ach, das eine ist Mistkäfer und das andere sind so. Das eine sind Mist. Oh, das ist ein schöner Feuer. Feuerwerk hier. Also gegen die Mistkäfer kämpfen wir nicht, ne?
Die sind total. Wir haben die zerstört. Ja, ja. Aber das sind auch drei. Ja. Gegen einen oder zwei? Ich hab's nur rumpeln gehört. So. Da dachte ich so, what the fuck? Ja. Ich bin voll der Tee-Fan in dem Spiel hier. Mhm. Tee, super. Da ist ein Brunnen. Oder so. Jetzt mal sind wir am Rand lang, also kann sein, dass wir hier noch Stuff finden. Dahinter hockt bestimmt jetzt irgendwas. Ja, garantiert. Ich hab noch. Können wir ja eigentlich springen? Nee, ne? Oh, die Giftpfeile hier. Ich hab gar keine normalen Pfeile mehr. So, mit Metallteilen und Holz kannst du nachmachen. Was ist das denn? Eisenclaymore. Das ist aber, glaube ich, ein Großschwert, ne? Meine Laterne ist halt, was da ausgebrannt haben. Haben die gesagt. Ich habe Öl noch, kannst du haben? Ich habe auch noch Öl, glaube ich. Ja, eins Stück. Oh, also Stabilitätsrang, da habe ich zwei Stück gerade ausgerüstet. Kaktuskuchen. Wie viel Kaktuskuchen hast du? Ich habe drei Stück. Okay, weiß ich nicht. Lebenstrank ist auch ganz nett. Ich nehme mal einen Stabilitätstrank, ja? Oder wie viel hast du von denen? Schlagfestigkeit, aber du brauchst, machst ja eher Bogen, ne? Ich nehme mal eins. Tasche verschieben. Ich habe gar keinen Stabilitätstrank. Was? Achso. Wofür ist denn? Nee, Gebräu. Das, nee, nimm das ruhig. Du haust ja mal drauf. Ich mache ja mehr so Fernkampf. Ja. Eisenclaymore? Ich weiß nicht, ob ich schleppen kann. So ein Lebenstrank. Hast du Lebenstränke? Ich habe keinen, ne? Oh, nicht. Dann nimm den doch. Okay. Was ist mit Kaktuskuchen? Oh, hinter uns sind voll die Käfer. Ja, egal, aber ne? Ja, Kaktuskuchen habe ich drei Stück. Ja, ich nehme jetzt den mit und dann können wir ja mal noch weitergeben, wenn wir brauchen. Die Claymore ist 6 Kilo. Wie viel wiegen wir? So? Oh nee, das passt nicht. Ja. Doch, in meinem Beutel kann ich das reintun. Ja, ich könnte es auch mitnehmen. Nicht das? Aber wir können wir verticken, weißt du? Ja. Rucksack Übergewicht. Ja, ich verschieb die jetzt. Ich kann auch, ich habe ja einen Rucksack mit Übergewicht. Ja, ach so. Ja, was ist das denn? Ich rüste die mal kurz aus und guck, was das überhaupt in der Kasse hat. Den trifft man doch nicht, oder? Warte mal. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Reichweite. Muss man nicht so nah ran. Warte mal, die macht Schaden. 24 und meine Fäustlinge 25. Hm. Ich noch Holz? Nee, ne? Nicht. Da habe ich auch noch so ein Dolch. Meinst du, das ist in Ordnung, wenn ich mal mit so einem Schwert hier... Ja, kannst du mal ausprobieren. Ich treffe da zumindest, muss nicht so nah ran. Aber warte. Ich bin immer noch überladen. So, okay. Mal kurz Nase putzen. Okay. Ich glaube, die Sonne geht da hinten schon wieder auf. Oh no. Oder? Hier ist es 3.03 Uhr. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Doch, es wird schon heller. Müssen wir nach Westen? Ja, naja, genau. Nee, wo sind wir? Nach Westen. Nach Westen, ja. Irgendwann nach einer Oase schon mal. Okay, da ist jetzt irgendwie eine Mauer, Birke.
am Baum lang. Ich hätte mir noch hier Holz holen für normale Pfeile. Mhm. Achso, ich habe auch noch welche. Willst du hier haben? Okay, vielleicht nutze ich auch mal einen Pfeilenbogen, wenn es mir einfällt. Da ist noch Kaktusfrucht. Da kommt Käferwurm zu. Oh. Hier die Kaktusfrucht hätte ich ja noch stecken lassen können, ne? Ich hoffe, die spawnen irgendwie nach ein paar Tagen nach, dass wenn wir wieder hier sind, dass wir die wieder sammeln können. Ja. Oder hast du eine Kiste? Oh, eine. Oh, nehm schnell. Munition für Pistolen. Druckplattenfalle. Ja, kannst du alles haben, ne? Ja, die also Falle nicht. Falle brauchen wir ja nicht. Ist auch noch eine Kiste. Ein Dolch. Guck mal, da ist eine Hundsmaske. Willst du die haben? Hey, du hast hier. Hier ist auch so ein Hut des Adels. Was ich ab. Glaube ich. Alchemie-Disziplin-Trank. Disziplin. Ist das nicht das, was du brauchst für Schlagkräftigkeit? Ja. Ja, nimm mal. Schnippel. Hundsmaske. Nee, die will ich nicht, aber die nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich verkaufen, ne? Die Maske. Ja. Käfer kommen. Das sieht mir gut aus. Ich habe mehr Federn. Da sind oben sind Banditen. Oh Gott. Wo ist denn die Oase? Wir uns verlaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen da lang, wo die Banditen gerade lang schlappen. Was kommt denn dann direkt auf uns zu? Die ja, komm, wir gehen mal hier lang. Da komme ich auch die Käfer jetzt wieder. Nee. Aber irgendwie, wo ist denn? Ja, wir müssen da hoch, irgendwie. Ja, ne? Oh. Ja, ja. Da steht einer. Hey, was ist das? Oh, no. Da ist ein Kaktus. Ein Baum. Muss ich Frucht mitnehmen? Können wir mal. Bringt nichts, ne? Wir sind ja gleich weg. Ja, wir sind gleich weg. Das vergammelt ja alles nur und. Was ja, ist ja. Das jetzt? Ach, nicht so nein! Oh shit! Scheiße! Lauf! Vielleicht können wir es an Käfern abstreifen. Wir brauchen jetzt Käfer. Mir ist kalt, steht da. Ich sah die Strände. Ja, es hat umgedreht. Nee, was ist das? Es kommt wieder hinter uns her. Oder hat sich den gehockt? Ich weiß nicht. Was ist das da? Das ist voll eklig. Ach nee, das ist so ein getöteter Dingens, glaube ich. Das, was uns verfolgt hat, ne? Nee, das, was wir auch mal jagen sollen, glaube ich, im Berg. Ja. Vielleicht sind das diese Viecher, die über die Wüste eingebrochen sind. So. Was ist denn das hier? War schnell. Überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Waren wir schon mal? Ich meine schon. Ja, Ofen brennt, das ist eine Töpferei, ne? Hier töpfern hier. Oh, da kann man aufmachen. Da ist nichts drin. Ja, wir waren schon mal. Wir waren schon mal. Oh. Kleiner Saphir. Den nehme ich. Also das Garbeerenwein. Aber die Mana-Kosten von Zaubern verringert. Hm. Was ist das? Glühwürmchenpulver. Ich habe auch noch so ein Glühwürmchenpulver. Weiß ich nicht. Ich meine, den Wein kann man verkaufen. Das da auch. Und das auch eigentlich.
Nehmen wir alles mit. Mal verticken. Da sind. Achtung, ein Käfer. Da hinten ist die Oase auf jeden Fall. Und da vorne müssen wir raus. Wir haben es fast geschafft. Wir dürfen nur nicht mehr in Gegner reinrennen. Okay. Wie viele Gegner die hier einfach am Anfang schon hingepackt haben, ne? Ja, hast du aus den Schweinerei. Hass. Hä? Und dann so brennende Viecher, ne? Ja. Sehr weiter in der Wüste sind die ja da nicht. Nö. Hier das ist ja tote Hose, sind nur ein paar Käfer. Ja. Warte mal, ich hab Übergewicht. Wegen dem Saphir jetzt, oder was? Oh, die kämpfen sich. Was mach ich eigentlich mit dem? Warum schleppe ich den noch mit mir rum? Wegen 26. Rot. Nee, das eine lebt noch. Die Feuerparzelle lebt noch. Ah, die Feuertypen auch noch, okay. Da brauche ich mal einen Eiszauber, ne? Das wäre ganz gut, also allgemein hier in der Wüste. Mhm. Wir haben Feuerzauber gelernt. Wieso habe ich eigentlich mehr Federn als du, mein Bruder? Keine Ahnung, ist vielleicht dann doch ein anderer. Ja, was ist denn jetzt los? Also, ich habe kein Brot. Oh. Kein Reiseproviant, meine ich. Wie viel brauchst du noch? Drei. Aber du hast eins nur? Ja. Ja, ich kann dir dann auch drei abgeben. Okay. Du hast auch 4 von 4? Ja. Okay. Ach, Tibi, hallöchen, schönen guten Abend. Hallo. Da ist ein Habubdom. Hey, Mo, Berg, so weit weg, ne? Ja. Warum führt eigentlich keine direkte zum Monsun? Wäre doch eigentlich ein Weg. Müssen wir irgendwie nach Norden. Und über das Warum hat man hier kein Weg zum Monsun direkt abgemacht? Da geht nur ein Weg dran vorbei. Ist der Sumpf da zu krass? Was ist ein Habub? Achso. Oh, da ist gleich so ein Scheiß. Hab ich. Das ist so ein dummes Lied im alles Ohrwurm. Jetzt wurde ich ja doch noch in den. Ja, 5 Minuten später. Hat sich versteckt. Yeah. So, hier ist wenigstens. Hier nicht, steht keiner. Da können wir lang. Da hinten ist das Hirschding. Schade, dass man diese komischen Viecher hier nicht looten kann, die so leuchten. Was ist das eigentlich für so. Was sind das für Sachen, die hier vom Boden aufsteigen? Keine Ahnung. War das schon immer so? Weiß ich nicht. Magischer Wind oder so. Oh, guck mal, Gabieren. Gabieren. Ah, ein Räuber. Nett. Wir haben uns gesehen und gedacht, so, nö, nicht der Mühe wert. Die woanders hier gegangen? Ja, die gehen jetzt weiter. Meinst du, ob wir erschreckend wirken auf andere? Stimmt. Ja, wir wirken total fürchterlich. Komm, wir rennen schnell hier vorbei. Wo sind wir denn jetzt? Hier, ne? Müsst ihr doch eigentlich. Mensch, haben wir Abenteuer erlebt in der Wüste. Ja. Kannst du keinem erzählen.
Ja. Würde ich uns nie glauben. Er hat mich nicht so lieb. So, wir schaffen auch die Erlenzeit. Erlenbräulenzeit. Was ist denn mit dem Helm, also mit dem Hut? Helle Hut des Adels. Widerstand 2, Widerstand Wärme 7, Starkfertigkeit 3. Steht bei dir so? Starkfertigkeit 3, Widerstand Wärme 7, Ausdauerkosten minus 5. Ja. Ich Widerstand 2. Optiken. Also. Du hast auch noch so ein Tuch vor. Ach, du hast noch eine Maske dabei. Echt? Ja. Oh. Aber dass diese lila Dinger hier sind, das ist doch neu. Lila Winddinger. Ja, weiß ich nicht. Das haben wir auch früher aufgefallen. Lila Dingbuschs. Ja. Irgendwas passiert hier. Es ist irgendwas passiert. Das finde ich nicht gut. Kälte. Aber ist das Kälte, die angeht? Weil ich habe immer noch Kälte. Es ist frisch. Temperatur frisch. Ich soll das frisch andeuten. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt hier geradeaus, ne? Ja, bei den netten Rehen vorbei. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, dann gehen wir hier am Rand. Immer nach Norden irgendwie. Können wir den Berg da hochkraxeln? Ich meine, die einen, die laufen ja weg. Ich hoffe, der andere ist. Juckt ihn nicht, dass wir jetzt hier so lang laufen. Der greift uns, glaube ich, an. Wir können auch crouchen. Dann sehen sie uns nicht. Auch Musik laufen? Mhm. Ach, das ist viel entspannender als dieses Konzert in der Brasse. Ja. In Lewand. Hier ist noch Gabriel. Gegen Kälte ist das. Müssen wir sammeln. Hier ist die Stadt. Echt? Ja, da stand da auch im Schild Westen. Die Stadt. Fische sammeln. Wo sind wir denn jetzt lang gelaufen, dass wir direkt bei der Stadt sind? Ja, hier so. Hä? Wir sind jetzt an der Brücke. Rechts von der Stadt. Rechts von der Stadt. Ach, jetzt da, an der Brücke. Ach, wir sind da oben. Ich hab gedacht, wir sind von unten der Krater gekommen. Ja, okay, ich hoffe, wir. Nee. Achso, ja. Willst du jetzt noch Fische kurz? Willst du noch Fische sammeln für irgendein Essen oder so? Ja, für Essen, ne? Aus der Pole, ne? Ja, mach mal. Ja. Hey, wo sind meine Sleep-Buff hin? Ich hatte vor. Ach ja, wir sind ja ein paar Tage gereist, ne? Da war nur ein Lachs. Ich brauche jetzt noch zwei andere Fische. Bin ich mehr müde. Achtung. Räuber. Wo? Das sind Räuber. Die waren aber eben noch nicht da. Die sind gespawnt. Kannst du mir nicht sagen, dass die da. Ich gehe noch die anderen Fische holen. Die kommen aber. Ich will mir erstatten einen Fisch. Wir gehen nicht als allererstes raus aus Berg und dann sind wir hier umgedreht. Und das ist voll die Abkürzung hier. Das ist der kleinste Weg. Ja, ich habe jetzt nur zwei Fische. Ich brauche noch einen Fisch. Kann ich bestimmt beim Koch kaufen. Ja, gut. Was konnte man hiermit machen eigentlich? Das ist irgendwie so ein Giftding. Mit kann man irgendwie Giftung zaubern. Mit Alchemie oder so. Gewürzgeber war dabei. Mit Gewürzgeber kann man auch irgendwas machen. Ja, die kann man. Einen Tee oder so kann man damit machen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gewürztee. Ja, Mensch. Toll. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist aber ein netter Anfang hier. Ja. Wir sollen zur blauen Kammer, ne? Aber erstmal, glaube ich, die Sachen verkaufen, die wir gesammelt haben. Ja. Was ist das denn für ein Gang hier?
Mir ist ja gar nichts. Gut. So, ich möchte. Soll ich den Dolch verkaufen? Ja, ich werde eher meine Schlagringe benutzen als den Dolch. Want to buy something? Mal sehen, ob der was von mir haben möchte. Hier die Maske. Schadensbonus plus. Aber der Schadensbonus war ganz gut, ne? Aber ich will nämlich mit so einer komischen Maske umlaufen. Ich 38 Silber für. Ich glaube, das Geld ist mehr nützlich jetzt gerade. Ja. Die Wüstentunika will ich ungern verkaufen. Nee, die behalten wir. Wir müssen wieder zurück. Und die Sandalen? Behalte ich auch. Auch normale Stiefel. Ja. Was mache ich denn mit meinem Knüppel? Nutze ich auch nicht mehr, ne? Nee. Kaufe ich. Den Wein. Wo ist der Wein? Ich hatte doch einen Wein aufgesammelt. Ja. Zwei Stück habe ich davon. So. Wein. So. Dieses Glühwürmchenpulver brauche ich jetzt auch nicht. Ey, das schleppe ich auch. Wo ist das? Ich habe schon verkauft, oder? Und sein. Ich habe hier doch Schuppenleder. Robuste Tierhaut gewonnen durch Häute von Schuppentieren wird in fortgeschrittenen Handwerksrezept verwendet. Ja. Weiß ich nicht. Den Samen muss man rösten, dann ist das der erste Schritt zu nutzbaren Giften. Halte ich mal und dann. Was halte ich noch? Oh. Ah, das kann man essen, und ne? Ansonsten? Ja, das ist roh und das ist gekocht. Ist alles nützlich so. Was ist das denn? Pflanzenzelt. Ja. Ich hab auch keine Ahnung. Ach so. Soll ich den Dolch verkaufen? Ich glaube nicht, dass ich den Dolch jemals benutzen werde. Ich habe den Dolch auch verkauft. Meine Fäustlinge, Schlagringe finde ich cool. Meine Knuckles. Knuckle-Dinger. Ja, ich habe wieder Geld. Cool. So, was können wir denn sonst? Kann ich mir auch so einen Rucksack holen, einen besseren? Den Prospektor-Rucksack, hast du den geholt gehabt? Ja. Was hast du dafür bezahlt? 175, glaube ich. Der kostet hier nur 100. Ich wurde voll abgezockt. Ja, nehme ich den doch mal. Wieso ist der jetzt so günstig? Und habe ich weniger bezahlt? Ich habe keine Ahnung. Wie zieh ich den an? Wo ist der überhaupt? Ah, da. Du musst den alten abnehmen. Ja. Oh, und jetzt? Jetzt musst du das Zeug da rausholen. Und alles nehmen. So. Okay, schließen. Und jetzt? Wie kannst du die verkaufen? Du musst nochmal reingehen und dann irgendwie rechts unten eine Taste drücken. Ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Ja. Nochmal alles nehmen. How can I help you? Nur 8 kriege ich dafür. Ja. Regular Mario, hallöchen, ein wunderschön. Na, wie geht's? Hörst du das? Happy Mario Day. Ist heute Mario Tag? Hörst du das, wenn die quatscht? Die da? Nee. Also die redet nicht wirklich. Oh. Wenn man die anspricht, ne? Mhm. Oh, das ist putzig. Guck auch nochmal.
Ja, Marzi gleich Mario. Ach, März. März 10 ist gleich Mario, der mein Geburtstag. Echt? Und dein Geburtstag? Oh, wir dann alles. Soll ich was gucken? Ja, alles Ruhe. Happy Birthday. Happy Birthday. Puyo. So. Ich guck mal, ob der hier oben vorne den das Rezept für den einen Tee hat für Leben. Aber ich glaube nicht. Ich habe da noch schon. Was ist das hier für eine? Was war das hier für Tee? Mineraltee. Want you want something? Pilzleute dran. Medizinisches Pilzgericht, das wird. Mhm. Und ich kann bei dem noch einen Fisch kaufen, ne? Ich will einen. Nee, leider nicht. Tja. Ich muss mal was trinken. Ich geh mal zum Brunnen vor. Was ist das denn bitte? Beutel Übergewicht. Achso. Ja. Warte. Kriegen wir hin. Wir müssen das hier reinpacken. Okay. Und dann. Achso, nee, das ist Nasszeichen, ne? Ich dachte, ja, du hast, aber es ist ja eigentlich nur, dass es da durchnässt ist. Ja. Okay. Danke also euch beiden. Jo. Natürlich. Wie will ich? Ja gut, dann wollen wir zum Rat. Wir müssen hier die Quest noch abgeben bei der Alchemistin. Wir haben Mana, Stein und Pulver. So. Nikolama, hallöchen. Pay Lass uns attention. Reden. Ein Kalbschein herzustellen ist ganz einfach. Du gibst einen Mana-Stein und etwas Blausand in eine Alchemieausrüstung und lässt sie laufen. Ich zahle gut, wenn du mir einen bringst. Hast du noch die Alchemieausrüstung? Ja, habe ich. Muss das über ein Feuer oder was? Ja, müssen wir mal zu unserem Feuer. Ich hoffe, das steht da noch. Ja. Was, wenn die unser Feuer weggemacht haben? Die Buchser. Das ist ja ganz toll. Unglaublich. Ich zertrümmere jetzt die Schädel. So danken die uns unsere Großartigkeit. Ich nehme einfach unsere Lagerfeuer weg. Dieses Etablissement steigt um 3 Sterne, wenn wir einfach drin sind. Ja. Und jetzt machen die unser Feuer kaputt. Ich habe zum Glück gerade 3 Holz. Kann man hier Holz nehmen? Also die Lampe nervt mich auch so ein bisschen, ne, da oben. Naja. So, was war das? Blausand und Dings, ne? Ja. Hast du da auch sowas? Ja, hab ich. Soll ich machen? Scheiße, ich hab das aufgesammelt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte es benutzen. Warte, ich positioniere das mal kurz. Wie sieht denn die aus? Ah, hier. So flaschig. Flaschig. Ja. So. Ja. Was hat ihr gesagt? Dieses Sand und ein Mana-Stein, ne? Ja. Sicher? Ja, ne? Mhm. Kaltstein Rezept wurde erlernt. 3 Kaltsteine hinzugefügt. Wofür sind die? Für die Alchemisten. Sind die, ist das sowas wie Feuerstein? Ich glaube, man muss die ja dann benutzen, um irgendwie schwierigere Zauber oder so zu verwenden. Kaltstein, Feuerstein. Ist bestimmt sowas wie ein Feuerstein. Ja. Nur ein Kaltstein. Wow. Ne? Ja. Ja. Müsst ihr das auch noch machen? Nee, was will ich denn mit denen? Ich habe doch keine Magie.
Kaltmagie-Sachen. Okay. Ja, dann, die will nur ein oder will die drei? Weiß ich nicht. Haben wir nicht auch ein Kassenbuch dabei für... Ja. Oh. Hatten wir nicht auch ein Kassenbuch? Nee, für Monsun. Ach Kassen- ja, und für Siazu. Siazu müssen wir so, ja, da haben wir jetzt Kassenbuch und wir sollen da eine Festung stören. Weil die nämlich Siazu bedrohen. Weil wir das, wir sind die Helden, die da helfen können. Ja, weil wir so stark sind. Unsere Kompetenz weiß das alles raus. Ja. Warte mal, Chemietypen, ne? Au. Hallo, du Düppel. How can I help you? Wart auf mich, ich muss was trinken. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert heute. Oh. Oh. Männer's Dog. You've earned this. Zwei Trank des Wetter trotzens sind so viel. 50 Silber. Oh. Gebe ich dir gleich 25. Ah, danke, wieder eine Woche länger, die mich diese Alte in Ruhe lässt. Hier deine Belohnung. Und die hat nur einen geholt. Ich gebe dir mal 25, ne? Ja. Habe ich dahin geworfen irgendwo. Mhm. Was will ich denn jetzt mit den Kalksteinen? War das nur ein Trank des Wettertrotzens? Achso, nee, das waren zwei. Hey, warte mal, ich habe vielleicht sogar... Ich habe einen Trank. Ich kann ja einen geben, war ja Questbelohnung. Ja. Ja. Gut. Ich finde, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in unserem Leben hier. Nee, unserem Werdegang. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests abgeschlossen. Echt? Ja, Nebenquests. Und drei Hauptquests. Toll. Ja. Ist gut, ne? Also dafür, dass wir das schon so kurz spielen. Ich meine, aber fürs Abschließen der Quest kriegt man halt, das einzige Nützliche ist halt Geld, ne? Ansonsten kriegt man da ja nichts. Nee. Erfahrungspunkte oder so. Ja, aber mit dem Geld können wir ja Fähigkeiten kaufen. Gibt's hier nicht auch so Krieger? Ich will mal gucken, ob ich mir da jetzt mal eine Fähigkeit also kaufen kann. Die Musik, die macht mich schon fertig, ne? Ja, die könnten wir ja mal ausstellen. Also eben war es immer cool, aber... Ich mach die mal leise. So. Da vorne beim Schmied, oder wo war denn hier so ein Kriegertyp? Hier, ja, beim Schmied. Hier so ein Kampftyp. Gibt's hier gar nicht, ne? Für 50 Silber zeige ich dir eine Technik zu Streitkolbeninfusion. Ich hab nur die Meuchlerin da oben, aber die war auch nichts Nützliches. Hier vorne. Der Typ mit dem Geweih. Der aber so ein Bogentyp, ne? Ach ja. Ah ja, der hat die Bogensachen. What can I do for you? Ja, das eine habe ich gelernt, glaube ich. Ja, das habe ich. Und das da? Du kannst beim Einsatz des Bogens Gegner über größere Entfernung erfassen. Oh, das ist echt ganz gut. Mit Wutsägen, Nahkampfwaffe, Sprung, Wutsägen und... Ich hoffe, das ist passiv. Habe ich ja nicht, einen Wutanfall. Ich kaufe das eine Mal hier, ich hoffe, das ist passiv. Sprungangriff, der bei Landung eine Stoßwelle mit hoher Wucht und hohem Schaden erzeugt, benötigt den Zornsägen. Das könnte ich... Ach, das kostet 600. Okay, ich kann es auch nicht. Mal die 4. Ist das jetzt der Zornsegen oder nicht? Ja, Zorn. Ausweichen. Nee, was war das? Auswirkung 25%. Ich glaube, das ist passiv, ne? Was ich gerade gelernt habe. Welche Auswirkung? Hoffe ich. Gewährt den Zornsegen. Ah ja, der die Wucht deiner Angriffe erhöht. Aha. Der Einsatz dieser Fähigkeit brennt ein wenig deiner maximalen Gesundheit. Bis du das nächste Mal schläfst.
Ich musste meinem Zorn Ausdruck verleihen. Jetzt habe ich das umsonst aktiviert. Hast du jemanden getroffen? Ja, aber das fliegt auf jeden Fall weiter, der Pfeil, glaube ich. Ja. Oder wechsle ich das gerade? Weiß nicht genau. Kann mich so erinnern, wie ein Weitig geflogen. Ey, die sind alle in der Kammer, ne? Risa Evidin, Gabriella Sullivan, Sagat Battleborn, Kiryuak und die anderen. Ja, die haben sich da bestimmt wegen der Quest versammelt. Müssen wir auch mal hin. Ja. Oh, die warten nur noch auf uns, Helden. Oha. Oha. Mit Capros sprechen. Bist du zu dem? Keine Ahnung, ich glaube da unten. Wie heißt denn der Dude? Hüter. Mit Cyrene müssen wir sprechen. Mit Cyrene in der Blockkammer, die Kammer. Drei Kriegsherren, weil wir das schaffen werden, ne? Müssen wir aufhalten. Hallo, Red. Wie der heißt. Oh. Wie hieß der in Final Fantasy? Ich glaube, hieß Red, ja. Ja. Wir dürfen uns jetzt einfach dazwischen stellen und sagen wir so, hallo, hier bin ich. Wo soll denn die Cyrene sein? Und wie sieht die aus? Risa Aberdeen? Die haben schon die haben Namensschild. Die hier. Nee. Können wir noch kurz lesen? Hier, die. Rothaarige. Wusste ich doch. Ja, wussten wir doch. Make it quick. Nun, das sieht so aus, als hättest du es geschafft, Faye. Schön, dich zu sehen. Mhm. One of our agents intercepted information that old Levant has a major plot in motion here today. Einer unserer Agenten hat Informationen abgefangen, nach denen Levant eine gewaltige Verschwörung für heute plant. Unter den gegebenen Umständen musste ich aus Vorsicht persönlich kommen. Okay. Got a job for you. Got a job for you, hat sie gesagt. Halt die Ohren offen, falls es Ärger gibt. Siehst du diesen Mann da drüben an der Treppe? Die Informationen stammen von ihm. Wenn du irgendwas tun kannst, um die Forderung von Alt Levant abzuschmettern, sollst du ihm dabei helfen. Gotcha, gotcha. Können wir noch mit anderen Leuten hier quatschen? Weiß nicht, ich frage mit mal mit Matthias. Oh no. Ich wünschte, Lockwell würde zu 5, auch wenn es merkwürdig erscheinen mag, dass zwei Kammerlords eine Stadt repräsentieren, ist die heilige Mission jetzt ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in Aurei und wir brauchen eine angemessene Vertretung. Ne? Listen to me. Wenn er doch nur meine Stellung nicht als Bedrohung für seine eigene ansehen würde. Nun ja, ich kann nur versuchen, mein Bestes zu geben. Aha. Guck mal, hier ist der Kerzentyp. Ach, come on. Ich habe keine Geduld für diese endlosen Sitzungen. Meine Rüstung ist nicht bloß Zierde. Ich würde lieber auf Manticore-Jagd gehen, als hier herumzustehen wie ein herausgeputzter Diplomat. Ein paar weniger Kerzen würden auch, ja. Das Guck mal, ist die eine aus Dings. Die Tochter von der Bürgermeisterin. Hm? Ist das sie? What? Achso. Ja. Oh, Faye, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Uriel, was ist mit dir passiert? Deine Augen glühen, oder? Ja. I really don't want to talk about it. Also das mit den Augen glühen habe ich hinzugefügt. Das stand da nicht. Ich meine, die haben noch... Weiß ich nicht, ob die noch... Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Es gab einen Zwischenfall während meiner ersten Mission für Elad. Was du siehst, ist das, was er tun musste, um mich zu retten. Was? Mal was anderes. Ja. Elad isn't quite what I thought he would be. Elad ist nicht das, was ich erwartet hatte. Ich brauche Antworten. Antworten koste es, was es wolle.
Es ändert eine Person. Huch. Wer ist das denn? Der steht so einsam hier. Ja. Oh no. Es wird eine ungemütliche Sitzung werden. Beide Streitfragen sind äußerst unschön. Das Schicksal zweier Stämme in einer Hand. Ein heikles Gebietsabkommen in einer anderen. Heute wird niemand glücklich werden. An Tagen wie diesen wäre mir lieber, nicht der größte Historiker des Kollektivs zu sein. Ach, was würde ich dafür geben, mich ins Archiv zurückziehen zu dürfen? Da fällt mir ein, die Delegation aus Sirocco ist spät dran. Dabei war sie es, die unbedingt ein Abkommen über eine Besiedlung der heiligen Sümpfe erzielen wollte. Ihre Abwesenheit überrascht mich. This is unacceptable. Und dann ist da noch die Abwesenheit Damien Lockwells. Ich wäre schockiert, wenn er die Sitzung boykottieren würde, denn dann könnte er nicht für die Interessen seiner eigenen Region eintreten. Etwas sehr Merkwürdiges geht hier vor. Ja, ich weiß nicht, was die alle hier machen und wo. Ich dachte, es geht um Levant und so. Aber jetzt geht es hier noch irgendwas um Sümpfe. Ja. Und um irgendeinen... Diejenigen... Die Verschwörer... Hä? Die arbeiten an vielen Fronten, glaube ich. Ja. Ja, zeitgleich. Wer ist das denn? Ja. Okay. Ja. Solange wir nicht angegriffen werden oder du einen Heben mit mir willst, habe ich dir nicht viel zu sagen. Zeit für sich zu haben ist ein seltenes Gut für den Kammerlord einer so großen Stadt. Und ich beabsichtige, jeden Moment zu genießen, den ich erübrigen kann. Nee, okay. Okay. Hey there! Du bist doch Faye, nicht wahr? Risa hat mir von dir erzählt. Benimm dich einfach, dann werden wir keine Probleme miteinander bekommen. Was haben wir denn gemacht? Ist das hier die, nicht die eine, die Risa, also die uns in ihre Blutlinie aufnehmen wollte? Ja, ne? So. Das ist die. There's dire news from CSO. Mach doch. Ja. I'm glad to see you. Ja, geht nicht mehr. Ach shit, ich hab's weg. Ach du Scheiße. Mach du nochmal. Ancestors guide you. Jetzt hat so. Jetzt ist die Quest weg. Ihr wolltet bestimmt eine Quest geben. Ancestors guide you. Nee, ich glaub nicht. This will not stand. Ich begreife nicht, warum das Kollektiv den Forderungen von Alt Levant überhaupt Gehör schenkt. Kalixa und Simeon wurden von Elad selbst zu Herrschern über die Abrasa-Wüste erklärt. Ach, Elad ist so Gott oder sowas, ne? Alt Levant hat Abrasa den Bestien der Plage überlassen. Sie haben kein Recht, es zurückzuverlangen, nachdem wir es mühevoll von der Plage befreit und neu besiedelt haben. Ja. Schön. Das ist die aus Alt Levant. Mal gucken, was die möchte. No way! Wann findet die Abstimmung statt? Alt Levant kann nicht länger warten. Was meinst du mit Alt Levant? Gab es vor dem heldenhaften Königreich noch etwas? Oder ihr werdet bald an der Reihe sein. Gute Entscheidungen erfordern Zeit und Gespräch. Machen wir es erst. Curious. Deine Unwesenheit überrascht mich nicht. Aufzeichnungen von vor der Plage sind schwer zu finden. Abrasa war nicht immer eine Wüste. Es war einst grün und fruchtbar. Die Region wurde von der Plage schwer getroffen und die Stämme aus ihrer Heimat vertrieben. Insbesondere eine Bestie hatte in dem Gebiet beinahe 50 Jahre lang für Angst und Schrecken gesorgt. Niemand wollte sich in die Wüste wagen, weder bei Tag noch bei Nacht. Das gegenwärtige Königspaar von Levant führt eine Armee an, um es zu besiegen, und es gelang ihnen. Elad selbst sprach ihnen Abrasa daraufhin als Belohnung zu, und so herrschen sie noch heute darüber. Hörst du in Ordnung? Hey, listen. Elad gab her, wozu er kein Recht hatte. Ich kann beweisen, dass unser Clan zu den ursprünglichen Stämmen von Levant gehört. Aber wir sollten es als solcher anerkannt werden. Wir haben Besseres verdient, denn als Plünderer und Banditen umherzuziehen. Ja, dann hättet ihr das doch zurückerobern können. Ja. See ya. Der Rat der Blauen Kammer wird unseren Anspruch anerkennen, so oder so. Mhm. Soll ich die ins Wasser schubsen? Mhm. Okay. Da reingehen? Ja. What can I do for you? Was kann der Kammerlord von Sorobor für dich tun? Taste. Ich hab das aktiviert. Ja. Zeit ist Geld, mein Freund. Vergeude sie niemals. Ich möchte bei dir etwas lernen. Wir können was lernen bei dir. Ja? Ich wüsste da einen interessanten Spruch, den ich weitergeben könnte. Sehr hilfreich in dieser Gegend voller Geister. Der Dunstsegen. Er schützt vor geisterhaften oder ätherischen Angriffen und erhöht deinen eigenen ätherischen Schaden beträchtlich. Wie hören sich 50 Silber für dich an? Nein. Ich
weiß nicht, ich, solange wir keine ätherischen Geister begegnen, nö. Wir haben die Reihe komplett, ja? Also die Runde. Ich meine. Runde. Ja. Okay. Ich soll jetzt mit dem Typen oben reden, ne? Ja. Hallo. What now? Du bist einer der von Serene angeheuerten Söldner, nicht wahr? Hör zu, ich besitze da ein paar pikante Informationen. Anne Devant behauptet, in den Archiven gäbe es etwas, das die übrigen Kammerlords ihm nur überzeugen würde. Ich denke, unsere beste Chance, das zu verhindern, wäre, diese Informationen dort zuerst zu finden. Wenn wir ihre Argumente kennen, können wir rechtzeitig etwas unternehmen. Mhm. Und wie willst du unbemerkt da reinkommen? Die einzige Wache dort ist der Champion der Heiligen Mission und ich sehe gerade, dass er vor der Stadt etwas zu erledigen hat. Niemand würde merken, wenn wir uns im Archiv ein wenig umsehen würden, um uns einen kleinen Vorteil zu erarbeiten. Na schön, ich bin dabei, wie lautet der Plan? Oder wenn meinst du mit wir, das klingt nach einer furchtbaren Idee, ich will damit nichts zu tun haben. Nee, wir sind dabei. Ja. Do this for me. Hinter der zentralen Plattform führt eine Treppe nach unten. Nimm sie, lass dich nicht erwischen und wir treffen uns dann gleich unten. Es würde nur Verdacht erregen, wenn wir beide gleichzeitig gingen. Hinter der zentralen. Da hinten, oder was? Ja, also wir müssen da rumlaufen. Also ganz da hoch und dann da rumlaufen und dahinter ist eine Treppe, da war ich schon mal. Okay, gut. Dann gehen wir dahin. Ich habe eine Laterne bekommen. Wozu denn das so? Vielleicht, weil es dunkel ist. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt sofort machen oder sollen wir erst hoch nach Sierzo? Ich weiß nicht, ob das dann die Weltereignisse hier so verändert. Ah, stimmt. Das weiß man nicht, ne? Nee. Dann ist Sierzo vielleicht platt, wenn wir dann zögern. Aber um weiterzureisen nach links, brauche ich auf jeden Fall hier Reiseproviant. Und das müssten wir uns wieder. Mein Fisch wird gabelig. Hey, Hallöchen. Hallo. Na, alles klar bei dir. Danke für deinen Sub. Für deinen Sub. Haben wir eigentlich. Du bist jetzt ein Krutton in der Suppe. Ja. Dankeschön. Ich glaube, der rief gerade Geburtstag. Hatten wir da nicht gratuliert oder hatten wir nicht gratuliert? Ich meine, hatten wir oder hatten wir nicht? Rief, hattest du Geburtstag? Warte, lass mich kurz meine Notizen gucken. Ich habe es nicht irgendwo aufgeschrieben, ich weiß. Ich habe mich gestern einen Zettel gefunden und da stand der Geburtstag drauf. Oh je. 21.02. glaube ich. Efri, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Ja, nachträglich. Immer alles gut bei mir und bei euch. Bei uns auch. Ja, man lebt so, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen erst nach Sierzo. Das ist dringender als hier diese Ratsversammlung. Meinst du, die stehen hier so lange rum? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aber das ist eine Hauptquest, ich denke schon. Ja. Ich glaube, die haben noch eine Weile hier was zu bequatschen. Dann können wir in der Zwischenzeit noch sehr zugehen. Wir brauchen dafür aber erstmal Reiseproviant. Mhm. Du könntest zumindest anhören, oben bei Sierzo, was der dagegen unternehmen will. Gegen ja. Kriegsherren. Drei Stück. Wie gegen die ankommen? Ich weiß ja nicht, ne? Gut, dann müssen wir uns Reiseproviant holen. Ja. Aus Google. Los. Ja. Kann man jetzt mit denen hier reden? Guck mal, hier sind auch diese Assassinen. Die waren dieselben, standen in der anderen Stadt. Nee, man kann nicht mit denen reden. Der leuchtet aus seinem Bauchnabel. Ja. Das ist bestimmt so ein Iron Man-Typ. Ja. Ah! Ich muss gucken. Kiro könnte in Gefahr sein. Oh nein! Explosionslärm lässt die Luft beben und den Boden oder deinen Füßen zerren. Das kam aus der blauen Kammer.